Sascha für Mobile Geeks hier und ich bin hier im Samsung D-Light Shop in Downtown Seoul in Südkorea und wir schauen uns hier den Samsung Galaxy Player 5.8 Inch an. Ja, richtig. 5.8 Inch Display, aber nur eine QHD-Auflösung. Das ist 69x540. Rennt auf Android Ice Cream Sandwich, wie ihr sehen könnt. Lass uns mal einfach irgendwie ein lustiges Spielchen anmachen. Vielleicht läuft da was. Und basiert vom SoC auf dem TI-OMIP 4430. Das ist ein 1 GHz Dual-Core-Prozessor. Nicht mehr unbedingt das neueste Pferdchen im Stall. 1 GB RAM, 16 bzw. 32 GB Varianten gibt es von dem Spaß. Was ihr vor allen Dingen sofort seht, sind diese großen Stereo-Lautsprecher auf beiden Enden, oben und unten. Das ist eine 1,3 Megapixel Kamera und ich meine, es ist eine 3 Megapixel Kamera hinten. Ich meine, koreanisch ist dann doch eher nicht ganz so ausgeprägt, aber 3 Megapixel sollten das unbedingt sein und irgendwie konnten die Verkäufer mir auch nicht sagen, ob es 3 oder 5 sind. Es sind 3 Megapixel, bin ich mir ganz sicher, weil hier ist der Galaxy Player 7.0 Plus und der hat irgendwas mit 500, dann gehe ich mal von einer 5 Megapixel Kamera hier aus. Und genauso ist es, da hinten ist nämlich auch eine 5 Megapixel Kamera drauf. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Hier auf der rechten Seite habt ihr den An- und Ausschalter, oben Anschluss für euren Kopfhörer, linke Seite Lautstärkeregelung und unten ist Micro-USB. Das ganze Ding ist extrem leicht, aber wie gesagt, ich hätte es gekauft, wenn dann nicht dieser uralte SoC von TI-OMIP verbaut worden wäre. Es kostet hier 449.000 Won. Das sind ungefähr 350 Euro oder 4 Millionen österreichische Schilling. Trotzdem, eindeutig zu teuer für mich, für so ein Gerät, wo ich nicht genau weiß, ist es ein Galaxy Note, ist es ein Tab. Wenn da ein vernünftiger Exynos drin wäre, dann würde ich es mir sofort holen. Das ist ein erster Eindruck vom Samsung Galaxy Player 5.8. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.